Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo bei mir heute auf dem Kanal. Wir machen jetzt für die 5. Klasse weiter mit Lernvideos. Und zwar geht es heute bei mir hier jetzt erstmal um Primzahlen und Teilerbäume. Und jetzt schauen wir uns mal als erstes an und fragen uns überhaupt, was sind eigentlich Primzahlen? Das ist jetzt erstmal ein neuer Begriff. Und dazu machen wir jetzt als kleines Einstiegsbeispiel. Ich möchte die Teilermengen von 2, 3 und 5 mal bestimmt haben. So, und das darf jetzt jeder machen. Jetzt kommt hier die Lösung. Also die Teilermenge von 2 ist 1 und 2, die von 3 ist 1 und 3 und die von 5 ist 1 und 5. Und wenn ich mir jetzt diese Teilermengen anschaue, dann sehe ich hier, dass immer in dieser Teilermenge nur die 1 als Teiler ist und die Zahl selber. Nämlich bei t von 2 ist es 1 und 2. Bei t von 3 ist es 1 und 3. Und bei t von 5 entsprechend 1 und 5. So, und solche Zahlen, die also eine Teilermenge haben, in der nur sie selber und die 1 als Teiler drinstehen, das sind besondere Zahlen. Und diese besonderen Zahlen bekommen den Namen Primzahl. Ja? Und diese Zahlen kann ich dann sozusagen durch diese Eigenschaft charakterisieren. Und deswegen kommt ein kleiner Merksatz, nämlich eine Zahl, die als Teiler nur sich selbst und die Zahl 1 besitzt, wird als Primzahl bezeichnet. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Primzahlen gibt es denn, sagen wir jetzt mal, von 0 bis 100? Ja, beziehungsweise die 0 lassen wir weg. Also wir suchen die Primzahlen von 1 bis 100. So, dazu mache ich jetzt sowas. Sowas kennt ihr fast, sowas Ähnliches, was man am Freitag immer gerne ausfüllt, nämlich einen Lottoschein. Nur mein Lottoschein hat jetzt 100 Zahlen und geht also immer von 1 bis 10 und dann geht es immer in 10er Schritten nach unten. So. Und jetzt kreuze ich hier auch Zahlen an, aber ich mache es anders wie beim Lotto, dass ich Zahlen ankreuze, sondern ich streiche Zahlen. Im ersten Schritt streiche ich alle Vielfachen von 2. Gut. Dann fliegen alle diese jetzt gestrichenen Zahlen raus, weil die sind alle durch 2 teilbar. Das heißt, die haben als Teiler neben sich selbst und der 1 noch die 2. Also keine Primzahlen. Deswegen sind die durchgestrichen. Als nächstes streiche ich die Vielfachung von der 3 weg. Gut. Dann kommen zu diesen noch ein paar Zahlen dazu, die jetzt von dem ersten Streichen noch nicht erfasst worden sind. Und man sieht jetzt schon, das sind relativ viele Zahlen, die da bereits weggestrichen sind. Als nächstes streiche ich alle Vielfachen von 5 weg. Das ist dann eine Spalte, die jetzt komplett wegfällt. Übrigens, eine Spalte ist schon ganz weg, das sind die ganzen Zehnerzahlen. Die haben wir schon bei dem Vielfachen von 2 erledigt. Gut, jetzt haben wir 5 gestrichen. Jetzt können wir alle Vielfachen von 7 streichen. Dann kommen noch ein paar gestrichene Zahlen dazu, aber man sieht, es werden weniger. Und als letztes streiche ich noch alle Vielfachen von der 9. Und da sehe ich, da streiche ich gar nichts mehr. Warum? Die 9 ist natürlich keine Primzahl. Ist ja 3 mal 3. Gut. So, und jetzt bleiben Zahlen übrig. Es bleibt eine übrig, über die es sich noch lohnt zu reden. Das ist nämlich die 1. Die 1 ist nämlich keine Primzahl. Weil sie nämlich diesen Merksatz nicht erfüllt, der da oben steht. Bei der Teilermenge von der 1 steht nämlich nur die 1 drin. Und sonst nichts. Und es müssen ja zwei Zahlen sein, nämlich 1 und die Zahl selber. Und 1, 1 kann ich nicht schreiben, weil in einer Menge die gleiche Zahl nur einmal vorkommt. Also hat diese Teilermenge nur eine Zahl und deswegen scheidet die 1 als Primzahl aus. So, alle anderen Zahlen, die jetzt nicht jetzt gestrichen sind, das sind Primzahlen. Also 2, 3, 5, 7. Dann weiter 11, 17. 31, 37, 41, 47. Dann haben wir bei den 50er-Zahlen 53 und 59, 61 und 67, 71 und 79,
83 und 89. Und in der letzten Zeile noch die 97. So dass wir als Primzahlen festlegen können, diese Menge wäre also die Primzahlen von 100 und es wäre praktisch bei der 2 angefangen, 2, 3, 5 und so weiter, bis wir als größte Primzahl die 97 bekommen. So, das wären jetzt alle Primzahlen bis 100. So, und was fange ich jetzt mit Primzahlen an? Irgendeinen Grund, dass ich die jetzt hier genannt habe, wird es wohl haben. Richtig. Warum? Ich kann nämlich jede Zahl mit Primzahlen schreiben. Ja? Und jetzt nochmal ganz kurz, dieses Verfahren mit dem Wegstreichen von den Vielfachen von 2, dem Vielfachen von 3, dem Vielfachen von 5, dem Vielfachen von 7. Dieses Verfahren nennt sich Sieb des Eratosthenes, weil man kann sich das so anschauen, in dem Sieb bleiben letztendlich nur die Primzahlen drin, alle anderen, die ich weggestrichen habe, fallen durch das Raster des Siebes durch. Deswegen nennt sich dieses Verfahren so. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, was ich damit machen will. Ich will also eine Zahl als Produkt von Primzahlen schreiben und ich fange jetzt mit einer einfachen Zahl an, nämlich mit der Zahl 28. So, und das kann ich mit einem Baum machen. Ja? Nämlich, ich fange mit der Zahl 28 an. Und jetzt kann ich sagen, na gut, 28, das kennen wir schon aus dem 1x1, aus dem 4er 1x1, das ist 7x4. Deswegen schreibe ich 7 und 4 hin und verbinde die hier mit so zwei Strecken und das bedeutet, wenn ich 7 mal 4 nehme, kommt 28 heraus. So, die 7 kann ich nicht mehr zerlegen, weil Primzahl. Und die 4 ist aber keine Primzahl, die ist nämlich hier noch durchgestrichen. Ich weiß aber, dass 4 2 mal 2 ist. Ja? So, und jetzt kann ich Folgendes sagen. Ich habe also das erste Produkt, das ist 7 mal 4. Und die 4, die kann ich jetzt aber zerlegen in ein Produkt aus Primzahlen, nämlich 2 mal 2. Das heißt, wenn ich hier 2 mal 2 nehme, ja, kommt 4 raus. Und wenn ich das mal 7 nehme, kommt 28 raus. Deswegen mache ich hier mal so ein stilisiertes Malzeichen dazu. Ja, und das bedeutet jetzt, wenn ich 7 mal 2 mal 2 rechne, dann bedeutet das, 2 mal 2 ist 4. 4 mal 7 ist 28. So, das heißt, ich habe hier das Produkt aus lauter Primzahlen, nämlich 7, 2 und 2 und kann dann praktisch dieses Produkt angeben und dieses Produkt kriegt jetzt einen Namen, nämlich wenn ich eine Zahl als Produkt von lauter Primzahlen schreibe, dann nennt man das, es ist die Primfaktorenzerlegung dieser Zahl. Warum dieser Begriff so heißt, das lernen wir noch im späteren Zeitpunkt, wenn wir beim Multiplizieren sind, also beim Malrechnen. Wie gesagt, für uns reicht jetzt die Primfaktorenzerlegung von 28 ist 2 mal 2 mal 7. Gut, jetzt ist die nächste Frage, die sich erhebt, ja, warum macht er jetzt hier diese Primfaktorenzerlegung? Das ist ja nett, dass ich weiß, dass ich eine Zahl als Primfaktoren schreiben kann, ja. Es hat sogar einen ganz wichtigen Sicherheitsaspekt. Ihr wisst, wenn wir eine wichtige Nachricht jemandem senden wollen und auf gar keinen Fall wollen, dass irgendjemand diese Nachricht liest, dann verschlüsseln wir die. Und ein digitales Verschlüsseln läuft immer daraus hinaus, dass wir uns eine Primzahl aus, eine Zahl ausdenken bzw. deren Primfaktorenzerlegung. Und wenn ich die Primfaktorenzerlegung weiß, dann ist die Zahl rauszukriegen leicht, die andere Richtung ist schwieriger. Und zwar je größer die Zahlen werden. Und da brauchen selbst Computer dann Millionen von Jahren und deswegen ist dieses Verfahren sicher. Ja? Das wäre mal eine technische Anwendung. Wir haben jetzt eine viel einfachere Anwendung. Wir können nämlich mit Primfaktoren Zahlen Teilermengen bestimmen. Und das machen wir im nächsten Schritt, wenn wir noch uns den Merksatz zu Gemüte führen, dass jede natürliche Zahl, die jetzt keine Primzahl ist, man als Produkt von Primzahlen schreiben kann. Ja? Und dieses Produkt nennt man dann Primfaktorenzerlegung dieser Zahl.
Und mit dieser Primfaktorenzerlegung kann ich jetzt die Teilermenge von 28 zum Beispiel ermitteln. Wie? Na, als erstes schreibe ich die Primfaktorenzerlegung mal an. So. Dann mache ich wieder meine Tabelle, mit der ich die Teiler von 28 ermittle. Und jetzt schaut's her. Wir haben hier 2. Das heißt, ich weiß, die 8 ist ein Produkt, also eine Malrechnung. Ja, eine Malrechnung heißt in der Mathematik Produkt, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das heißt, wenn ich die 2 mit 14 multipliziere, kommt 28 raus. Ja, das sehe ich daran, dass hier eine 2 ist. Das heißt, wenn ich hier den Teiler 1, den gibt es gleich als erstes mal wieder dazu, den habe ich wieder unterschlagen. Ja, wenn ich den Teiler 1 habe, dann habe ich als Ergebnis 28. Nehme ich den Teiler 2, dann kommt 14 raus. Und jetzt schaut her, ich habe hier die rote 2. Und das, was jetzt schwarz ist, das ist das Ergebnis dieser Teilung, nämlich 14. Und jetzt kann ich noch einen Teiler nehmen. Ich kann nämlich den Teiler 4 nehmen. Ja, dann habe ich hier 2 mal 2 ist hier dieser schwarze 4er. Und der schwarze 7er ist gleichzeitig das Ergebnis. So, und jetzt habe ich alle Teiler, die die Teilermenge von 28 bilden. Also kann ich die direkt anschreiben. Das sind die Zahlen 1, 2, 4, 7, 14 und 28. Ja, und das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich danke, dass ihr bei mir zugehört habt. Hab mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mal dabei wart. Wenn jetzt was unverständlich war, bitte die Kommentarfunktion nutzen. Ich schreibe dann auch zurück. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag und verbleibe mit einem freundlichen Servus aus Garmisch-Partenkirchen.